Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir haben 6.12, Novellierung des Dresdner Gehölzschutzsatzung. Hier ist Einreicher die CDU-Fraktion und Herr Böhm zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schutz von Bäumen und Gehölzen, insbesondere in den überwärmten Innenstadtquartieren, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und wir alle wünschen uns mehr Grün für eine Verbesserung des Stadtklimas. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es legitime Belange von Grundstückseigentümern hinsichtlich Verkehrssicherung und ungewollter Verschattung von Häusern gibt. Nicht jeder Baum wurde an der richtigen Stelle gepflanzt, was sich leider oftmals erst nach vielen Jahren als Problem herausstellt. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Aufgrund landesrechtlicher Regelungen ist nun Ende letzten Jahres die mehr als 20 Jahre alte Gehölzschutzsatzung wieder in Kraft getreten. Diese bedarf aus unserer Sicht dringend einer Überarbeitung, um schon damals bestehende Konfliktpunkte aufzulösen und auch aktuelle Klimaziele zu berücksichtigen. Wir möchten daher den Oberbürgermeister beauftragen, die Satzung zeitnah zu überarbeiten und entsprechende Änderungen vorzuschlagen. Dabei stellen wir uns eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Verwaltung, Politik und verschiedensten Interessenvertretern vor. Wir wollten bis zum Abschluss der Überarbeitung eine Aussetzung des Vollzuges erreichen, um gewisse Übergangsfrist zu wahren und auch um Druck bei der Verwaltung für eine zeitnahe Überarbeitung aufzubauen. Im Rahmen der Gremienbefassung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass dieses Ansinnen rechtlich problematisch ist und haben uns mit den anderen Fraktionen auf einen Überarbeitungsauftrag ohne Aussetzung des Vollzuges verständigt. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Danke. Damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. AfD würde beginnen. Wird das Wort gewünscht? Nein. Linke, Herr Hecht, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen. Der Antrag der CDU-Fraktion sagt, dass nach so vielen Jahren nun die Gehölzschutzsatzung angepasst werden muss. Dafür schlagen Sie eine Arbeitsgruppe vor, die das vorbereitet. Wir schließen uns dem geänderten Ausschussbericht an. Bäume und Gehölzer sind sehr wichtig, habe ich mir aufgeschrieben. Um was geht's? Eine Gehölzschutzsatzung soll bei neuen Bauvorhaben im Stadtgebiet oder bei Veränderungen in der Stadtentwicklung eine verbindliche Handhabe geben, welche Gehölzer wie schützenswert sind. Außerdem verpflichten sie Eigentümerinnen zur Pflege und zum Schutz von Gehölzen. Stammumfänge, also die Größe der Bäume, werden definiert. Geschützte Standorte einzubeziehende Vorschriften des Naturschutzes. Außerdem werden Ersatzpflanzungen geregelt. Wenn jemand einen Baum fallen möchte, kurz gesagt, der den Schutzkriterien entspricht, muss er einen Antrag bei der Stadtverwaltung stellen. Der Schutz von Gehölzen, und das betrifft ausdrücklich nicht nur Bäume, sondern, wie wir wissen, auch Hecken und große Sträucher, ist allen sicherlich klar geworden. Die Überwerbung der Stadt wird an manchen Orten heute schon deutlich spürbar. Sie wird aber weit großflächiger zu befürchten sein. Gehölze haben einen wichtigen dämpfenden Effekt auf die Erwärmung. Artenvielfalt, Insekten, Vögel, Kleinsäuger werden durch Gehölz ermöglicht. Die Luftqualität wird verbessert, Staub wird gefangen. Außerdem stehen Gehölze für Lebensqualität und für den Charakter von Plätzen, Höfen, Alleen, Gartenanlagen und natürlich Gärten. Nun ist die Gehölzschutzsatzung also, wie gesagt, in die Jahre gekommen und wird überarbeitet. Ein unspektakulärer Vorgang, aber wichtig fürs Stadtklima und die Umwelt. Was wir hingegen abgelehnt haben, war der zunächst enthaltene Satz, dass die Konsequenzen aus der Gehölzschutzsatzung während der Novellierungsphase auszusetzen seien. Das war uns wichtig, denn wir haben hier als Stadt auch eine Verantwortung, wie es auch gerade deutlich wurde, gegenüber der Zukunft. Wir wollen uns als Linke vor allen Dingen bei dieser Novellierung dafür einsetzen, dass der Umwelt- und Naturschutz in dieser Novellierung die größtmögliche Rolle bekommt. Vielen Dank.
Wird SPD das Wort gewünscht? Herr Engel, bitte. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ja so ein Antrag, da muss man so mit Blick auf die Diskussionsgeschichte hier im Stadtrat ja schon irgendwie klarstellen, was beschließen wir und was beschließen wir nicht. Wir beschließen nicht, dass die Gehölzschutzsatzung außer Kraft gesetzt werden soll. Das war ein politisches Ansinnen, was hier reingetragen wurde. Das findet sich hier in der Beschlussempfehlung des Umweltausschusses nicht mehr wieder und es ist auch gut so. Was beschließen wir hingegen? Wir wollen uns die Gehölzschutzsatzung mal anschauen und wollen Veränderungsbedarf herausarbeiten und wollen das natürlich zusammen mit verschiedenen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern auch machen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, ist ein Prozess, der, glaube ich, im Grundsatz auch vernünftig ist, weil die Gehölzschutzsatzung stammt in ihrem inhaltlichen Kern aus Mitte der 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre bis heute, da gab es einige Veränderungen, die man sicherlich sich anschauen kann. Da gibt es natürlich Interessen von Eigentümerinnen und Eigentümern, die auf ihren Grundstücken mit Bäumen arbeiten müssen. Aber es gibt natürlich zum Beispiel auch Veränderungen. Klimawandel war vielleicht Mitte der 90er Jahre noch nicht so das ganz, ganz groß und heiß diskutierte Thema. Das kann man sicherlich dann hier an der Stelle auch nochmal anders bewerten. Und ich glaube, es gibt auch in dieser Überarbeitung keinen Automatismus, dass es Abstriche beim Baumschutz gibt. Das sehen wir tatsächlich nicht, weil dafür sind uns Bäume mit Blick auf das Stadtklima, mit Blick auf das Stadtbild, mit Blick auch auf die ökologischen Qualitäten, die Bäume haben, einfach viel zu wichtig. Und ich möchte auch noch mal so ein bisschen ausführen, warum wir auch Baumschutz in dem Bereich auch für extrem wichtig halten. Das hat ja eine gewisse Vorgeschichte, die vor allem auf Landesebene auch herrührt, wo das sächsische Naturschutzgesetz jetzt Anfang diesen Jahres geändert wurde, wo den Kommunen endlich wieder der Handlungsspielraum gegeben wurde, dass sie beim Gehölzschutz tatsächlich Selbstregelungen treffen können, dass man wirklich auch schaut, was passt in der jeweiligen Kommune am besten, wie sind die Rahmenbedingungen vor Ort, wie wird mit Gehölzen auch umgegangen. Und das finde ich vernünftig, dass man dann vor Ort entscheiden kann, okay, was ist denn die beste Regelung für Dresden, für Bautzen oder vielleicht für Oberwiesenthal. Das kann ja durchaus unterschiedlich sein. Und ich glaube, wir sollten diesen weiteren Überarbeitungsprozess da tatsächlich auch intensiv begehen und auch keine Schnellschüsse wagen. Wir haben ja auch durchaus gewisse Erfahrungen gemacht, was so sehr kurzfristige auch Veränderungen im Gehölzschutz auch bringen können. Als damals, ich glaube es war im Jahr 2010, auf Landesebene die Regelungen geändert wurden, nämlich dass der Gehölzschutz für die Kommunen massiv eingeschränkt wurde, dass die Kommunen eben das nicht mehr regeln konnten, war es ja durchaus so, dass es da einige Entwicklungen gab, die nicht so schön waren. In erster Linie war nämlich die Entwicklung, dass die Kommunen keine Ersatzpflanzung mehr anordnen konnten. Es ist ja nicht so, dass die Stadtverwaltung bis dahin immer da gesessen hätte und gesagt hätte, das lehnen wir alles ab, wenn hier jemand kommt mit einem Fällantrag. Die wurden in einem guten Teil der Fälle genehmigt, was die Verwaltung dann eben nicht mehr machen konnte. Sie konnte keine Ersatzpflanzung mehr anordnen, weil sie von einem guten Teil der Baumfällungen gar nicht mehr erfahren hat. Aus unserer Sicht ist die Begrünung von Dresden, von unserer Stadt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu gehören natürlich der Baumschutz. Dazu gehört zum Beispiel aber auch Instrumente wie eine Begrünungssatzung oder es gehören aber natürlich auch Förderinstrumente dazu. Das möchte ich ganz offen sagen. Ich hatte durchaus sehr große Sympathie für den CDU-Antrag, den es, glaube ich, zu Beginn der Legislatur mal gab, mit einem Förderprogramm für Baumpflanzung auf privaten Flächen. Ich glaube, das sind so Instrumente, die darf man nicht beiseite wischen, weil am Ende ist dem Baum relativ egal, wo er steht, wem der Grund gehört. Es geht am Ende darum, ein entsprechendes Stadtbild zu schaffen, entsprechende klimatische Bedingungen auch zu schaffen. Und ich glaube, da gehört Baumschutz genauso dazu wie die anderen genannten Instrumenten. Aber in dem Sinne, wir können der Beschlussempfehlung des Umweltausschusses zustimmen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Ich sehe es nicht. Dann Dissidentin, Herr Dr. Schulte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Was ist eine Baumschutzsatzung?
Herr Engel hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Es regelt, wie ich mit meinen Bäumen, also wie mit privaten Bäumen, wie mit Bäumen von Gesellschaften, von EigentümerInnen umzugehen ist. Und man muss praktisch gesehen, der Baum wächst im Garten und irgendwann mal ist er so groß, dass alle Leute, die dran vorbeigehen, sagen, ah, das ist aber ein schöner Baum, der gibt so schönen Schatten, aber im dritten Stock wohnt jemand und sagt, jetzt kommt die Sonne nicht mehr rein und dann hackt man ihn ab. So, genau das ist ab 2010 in Dresden faktisch unbegrenzt möglich gewesen, weil die damalige Landesregierung aus FDP und CDU hat den Kommunen, ich sag's mal flapsig, verboten, ihre Gehölzschutzsatzungen anzuwenden. Also die Kommunen durften keine Regeln mehr aufstellen. So. Und das Lustige an der Sache ist eigentlich, die damalige Gehölzschutzsatzung, die war damit sozusagen ja, nicht mehr anwendbar, aber es wurde vergessen, sie abzuschaffen oder umzuschreiben. So, das heißt, sie hat jetzt 11 Jahre lang im Untergrund gelebt und ist jetzt durch die Regelung auf Landesebene, durch CDU, Grüne und wer ist noch dabei? SPD? Ist jetzt sozusagen wieder in Kraft. Und die CDU, das war keine Absicht, das war keine Absicht. es ist spät, ja, wenn Sie den Stream gucken, kurz vor 10. Also, die CDU im Land hat also jetzt Dresden wieder die Macht gegeben, eine Gehölzschutzsatzung zu machen. Und die CDU in der Stadt sagt, ui, das ist aber doof, lass uns mal eine neue machen und die alte aussetzen erstmal. So, in sich widersprüchlich von den verschiedenen Politikebenen, aber nun ja, so ist es. Jetzt ist es Gott sei Dank in den Ausschüssen gelungen, diesen einen toxischen Satz, ja, bis zur Erstellung einer neuen Satzung wird die alte ausgesetzt, rauszuhaben. Das ist schon mal sehr gut. Aber warum zur Hölle soll ich jetzt über eine neue Satzung nachdenken, verhandeln, reden, wenn selbst der NABU sagt, lass die alte nehmen. So, lass die alte nehmen, die die CDU in den 90ern gemacht hat. Die ist viel besser als all das, was wir erwarten können. Insbesondere, weil der Weg zur neuen Satzung ist nicht, der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich mal einen Kopf zu machen ohne Vorlage. Nein, der Weg ist, wir machen eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Stadträten, ja, ein bisschen NABU ist dabei. Und dann tun wir in dieser Arbeitsgruppe auch noch die Vonovia, die Wohnungsgenossenschaften, Haus und Grund, so, und werden die in irgendeiner Art und Weise für Bäume sprechen? Alles, was sozusagen doch in den Vereinigungen der baumbesitzenden Menschen ist doch sozusagen Freiheit, in ihrem Handeln zu haben, die Bäume so abzuhacken und bitteschön nicht zum Beispiel eine Ersatzpflanzung machen zu müssen, wie das eben hier erklärt wurde. Ja? Also es kann nur schlechter werden. So, und warum sollte man dem zustimmen? Deswegen, die Dissidenten werden diesen Antrag ablehnen und jeder, insbesondere wenn er noch wütend ist auf diese Seite wegen Ökostrom eben, sollte das auch ablehnen. Dankeschön. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein, dann CDU. CDU? Nein. Grüne? Herr Dr. Depper, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es ist ja jetzt schon einiges gesagt worden. Ne? Und man hat hier ja eigentlich einen Antrag, da steht irgendwie 16:0:0. Das ist ja eigentlich normalerweise etwas, was wir ohne Debatte machen. Ne? Aber das Interessante ist eben die Vorgeschichte dieses Antrags. Da hat ja gerade auch Herr Schulte-Wissermann noch mal einiges dazu gesagt. Aber ich muss es also auch noch mal auf den Punkt bringen. Dieser Antrag kommt genau zu dem Zeitpunkt, wo der Landtag beschlossen hat, diesen unsäglichen Beschluss der CDU-FDP-Koalition von 2010, die kommunalen Gehölzschutzsatzungen praktisch außer Kraft zu setzen, wo der Landtag eben diesen Beschluss wieder zurückgeholt hat und damit kommunalen Gehölzschutzsatzungen
Gehölzschutzsatzungen wieder Geltung verschafft hat. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt der CDU-Antrag. Und er kommt zunächst mal daher damit, dass eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der alten Gehölzschutzsatzung eingerichtet werden soll. Gut, die ist tatsächlich 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, kann man drüber reden. Aber wenn man sich dann anguckt, wer in dieser Arbeitsgruppe drin sitzt, dann sind das eben neben Vertretern aus dem Stadtrat und der Stadtverwaltung vor allen Dingen Verbände der Hausbesitzer und der Wohnungswirtschaft. Und dann liest man dann plötzlich noch diesen letzten Satz, dass bis diese Arbeitsgruppe irgendwann mal was zustande gebracht hat, die Gehölzschutzsatzung doch außer Vollzug gesetzt werden soll. Also da kann ich nur sagen, unverhüllter kann man Lobbyarbeit eigentlich nicht betreiben. Das ist ein reiner Lobbyantrag gewesen für die Hausbesitzer, Haus und Grund und für die Wohnungswirtschaft. Und er sollte letztlich das verhindern, was im Land beschlossen worden ist, nämlich dass die kommunale Gehölzschutzsatzung wieder in Kraft tritt. Und da muss man einfach nochmal sagen, das ist wirklich eine für den Naturschutz fatale Entscheidung gewesen, 2010 diese Gehölzschutzsatzungen kommunal außer Kraft zu setzen. Es hat dazu geführt, dass wirklich viele gesunde Altbäume, die stadtklimatisch, die von der CO2-Reduktion und eben auch ästhetisch von hohem Wert sind, dass die gefällt worden sind. Und ich habe in unserer eigenen Nachbarschaft 3 Tage, bevor die Gehölzschutzsatzung wieder in Kraft gekommen ist, habe ich gesehen, wie 3 wertvolle Altbäume gefällt worden sind, weil irgendjemand dort bauen will, und deren Fällung wirklich für den Bau dieses Hauses überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Also da wird nochmal klar, wozu eben dieser Beschluss von 2010 geführt hat. Und damit haben wir als Grüne in den Koalitionsverhandlungen, die wir 2019 mit Ihnen hatten, das haben wir wirklich zu einer Bedingung gemacht, dass das wieder abgeräumt wird, dass damit Schluss gemacht wird. Und dabei muss es auch bleiben. Gut, und Sie haben dann ja selber als CDU-Fraktion erfahren, dass Sie eben bei den Ausschussberatungen, insbesondere auch in den Beiräten, dass Sie da wirklich totalen Gegenwind bekommen haben für dieses Ansinnen. Also auch meinetwegen im Kleingartenbeirat. Also das konnte niemand verstehen. Und dann haben Sie so langsam gemerkt, dass Sie da wohl doch keine Mehrheit bekommen. Und dann haben Sie diesen letzten Satz gestrichen. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Nun ist es uns gelungen, da jetzt noch ein bisschen was auch an Gleichgewicht hineinzubringen in diese Arbeitsgruppe, in dem jetzt eben noch ein Naturschutzverband reingekommen ist, Vertreter des Kleingartenbeirats hineingekommen ist, damit wir jetzt so ein bisschen eine bessere Balance haben. Und nun wird es diese Arbeitsgruppe ja wohl geben. Aber ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil wenn ich mir die Gehölzschutzsatzung angucke, dann kann ich eigentlich nicht so recht erkennen, wo da überhaupt ein Änderungsbedarf vorhanden ist. Und deshalb werde ich meiner Fraktion jetzt empfehlen, dass wir uns bei diesem Antrag enthalten. Vielen Dank. So, damit wären wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Lichti. Aber ich kann es der Grünen-Fraktion nicht ersparen. Sie haben jetzt gerade erlebt von den Grünen, wie, sage ich mal, mit den dümmlichsten Argumenten dieser Ökostromantrag jetzt abgemeiert worden ist von der rechten Seite. So. Und wir haben uns lange, als ich noch Mitglied der Grünen-Fraktion war, gestritten. Warum reichen Sie Ihre Hand überhaupt zu diesem Baumschutzschwachsinn? Warum machen Sie da mit? Warum verhandeln Sie nicht mit der CDU? Warum tun Sie da nichts politisch einlösen? Warum geben Sie Ihre Hand für so einen absolut ungrünen, unökologischen Ansatz? Warum verteidigen Sie nicht die Baumschutzsatzung? Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Werden Sie doch endlich mal schlau aus dem, was Sie hier in diesem Stadtrat jede Sitzung erleben müssen mit den Brüdern von da drüben. Ich kann es nicht verstehen, liebe Grüne. Danke. Als nächste Wortmeldung, Herr Engel. Also ich will jetzt den Profilierungskampf hier jetzt nicht stören.
Nee, sorry, aber nee, ich würde tatsächlich aber nochmal die Verwaltung darum bitten, ein bisschen zu erläutern, wie sie auf so eine Arbeitsgruppe und möglichen Überarbeitungsbedarf auch einfach blickt. Weil wir hatten das ja durchaus auch im Ausschuss diskutiert. Das Votum spricht ja eigentlich auch durchaus dafür, dass man da zu einer einheitlichen Fassung auch gekommen ist. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, Frau Jening. Danke, dass ich nochmal gefragt werde. Ich will nochmal betonen, dass die Gehölzschutzsatzung, die wir jetzt durch die Rückänderung des Naturschutzgesetzes wieder einsetzen können, ein ganz, ganz wichtiges Instrument für den Naturschutz und auch für die Klimawandelanpassung ist. Gerade im bebauten Innenbereich, wo Baugenehmigungen natürlich nach § 34 erteilt werden müssen, soweit es keine Bebauungspläne gibt. Sie kennen diese Diskussionen. Genau da haben wir die Gehölzschutzsatzung als ein Instrument, einen Ausgleich zu erreichen über Ausgleichspflanzung, wenn denn Bäume nicht, wofür wir uns engagieren als Verwaltung, erhalten werden können. Wenn es eine Evaluation geben soll, was man natürlich machen kann fachlich, glaube ich, muss die in beide Richtungen gehen. Sie muss in die Richtung gehen derjenigen, die mit der Gehölzschutzsatzung arbeiten, also die Anträge stellen müssen, Wohnungseigentümer, Kleingärtner, private Eigentümer wie ich selbst. Und sie muss auch in die Richtung, in die andere Richtung gehen und sagen, was brauchen wir denn jetzt im fortschreitenden Klimawandel, um die Biodiversität zu erhalten, um Grünzüge zu erhalten und um Bäume wirkungsvoll zu schützen und zu pflegen, was ist wichtig. So würde ich es angehen, wenn Sie uns beauftragen. Wie gesagt, das ist ein zentrales strategisches Element. Wir brauchen den Gehölzschutz hier in der Stadt. Es war zunächst Herr Zastrow und dann gab es Geschäftsordnungsanmeldungen. Meine Damen und Herren, ich dachte eigentlich, ich komme mal eine Stadtratssitzung ohne Wortbeitrag durch. Aber die Premiere wurde versaut dank des wunderbaren Beitrags von Herrn Dr. Deppe. Wo ich schon mal sagen muss, weil ich wirklich zutiefst frustriert bin, denn, meine Damen und Herren, mir ist gerade vor der Stadtratssitzung mein Spaten gebrochen. Denn ich wollte heute wieder einmal, Herr Dr. Deppe, Bäume pflanzen. Daraufhin war ich im Baumarkt, habe mir den teuersten Made in Germany gekauft für über 70 Euro. Ich hoffe, dass der hält, weil da oben in der Heide Bäume zu pflanzen ist relativ anstrengend. Herr Dr. Deppe, was Sie erzählt haben, ist so ein Blödsinn. Es tut mir leid, ich kann es nicht mehr hören. Sie erzählen hier ernsthaft, dass durch die Gehölzschutzsatzung, durch die Reform der Gehölzschutzsatzung 2010 von CDU und FDP im Landtag auf den Weg gebracht, war ich noch daran beteiligt, eine Erfolgsgeschichte für dieses Land. Sie hat keineswegs, anders als Sie behaupten, zu einer Entwaldung ganzer Landstriche unseres Freistaates geführt. So ein Blödsinn. Wir haben wieder versucht, rauszubekommen, auch hier in der Stadt Dresden, ob denn sich belegen lässt, das, was Sie immer behaupten, dass überall Bäume gefällt worden sind. Das stimmt überhaupt nicht. Das lässt sich überhaupt nicht belegen. Das Einzige, wo wir wirklich einen Verlust an Bäumen haben, ist ja wie immer durch Straßenbau beispielsweise, durch Gewerbegebiete und natürlich die Klimafolgen, Borkenkäfer, was wir jetzt so haben. Aber in den privaten Bereichen ist das überhaupt nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Weil jeder vernünftige Mensch einen Baum schätzt. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, was mir passiert? Wenn ich einen alten Baum fällen muss, das tue ich nicht, weil mir der Wert des Baumes wichtig ist, weil ich Schatten brauche und ich es liebe, unter einem alten Baum zu sitzen. Und das geht den allermeisten Menschen so. Dem einen oder anderen vielleicht auch mal nicht, wie wenn bei mir in Leuben, wo meine Mutter wohnt, die Birke, die mal irgendwann als das Plattenbaugebiet gepflanzt worden ist, inzwischen bis in die fünfte Etage gewachsen ist und die Leute gar kein Licht mehr am Fenster haben. Na, dann verstehe ich auch mal, dass man über eine Fällung nachdenken muss. Nichts anderes passiert dann. Ich finde es gut, dass man damals für Eigenverantwortung gestimmt hat, dass man den Menschen selbst die Freiheit gegeben hat, es selbst zu entscheiden und nicht irgendwelche Ämter, die Politik oder ein Stadtrat entscheiden lässt, meine Damen und Herren. Es ist schade, dass man das zurückgedreht hat. Ich verstehe es nicht. Ist eine
der vielen Fehlentscheidungen von Schwarz, Rot war es noch, ja, ich vergesse es auch, die merkt man ja kaum, und Grün im Landtag. Da wir beim nächsten Mal, liebe Kollegen von der SPD, gemeinsam um die 5%-Hürde kämpfen, kann ich Ihnen ja schon mal sagen, wie sich das anfühlt. So, selbst in Dresden, meine Damen und Herren, das vielleicht zum Abschluss, wenn man die Zahl nimmt von 2010 bis 2018, 2010 haben wir noch in einem Jahr 825 Bäume gepflanzt, 2018 waren es gerade mal noch 423. Der Gesamtsaldo, wenn man guckt, Verluste, Neupflanzung, haben wir ein Plus von 157, sind zumindest die Zahlen, die wir gefunden haben. Klar wollen wir mehr machen. Wir haben ja auch mehr Geld für Straßenbaumbepflanzung reingemacht. Mich stört das auch, wenn ich so eine Bautzner Straße langfahre, zum Beispiel, Frau Umweltbürgermeisterin, viele Stauffenberger Allee langfahre, mir fallen da etliche Straßen an und ich sehe, da standen mal Bäume, da sind jetzt Lücken und keiner kommt auf die Idee, die Lücken mal neu zu bepflanzen. Da wünschte ich mir ein viel größeres Engagement von Ihnen. Ist ja Ihr Geschäftsbereich. Da könnte man mal einen Zahn zulegen. Also, das ist meine Meinung dazu, Herr Dr. Deppe. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Die sieht nämlich anders aus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt gab es Geschäftsordnungsantrag, Frau Schanetzki. Eine kurze Auszeit vor der Abstimmung. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Ach doch, Herr Böhm, zum Schlusswort. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mir es ja eigentlich verkneifen, aber nachdem ja noch solche Show-Einlagen kommen zum Schluss vom Kollegen Lichti und auch vom Holger Zastrow, muss ich dann doch noch was sagen. Also erstmal in Richtung, liebe Grüne, Kollege Engel hat es vorhin angesprochen, so ganz am Rand im Nebensatz, jetzt wollen Sie sich schon wieder bei dem Thema Bäume vom Acker machen. Sie sind doch der Grund mit Ihrer Enthaltung, warum es diese Förderrichtlinie für Bäume auf privaten Grundstücken nicht gibt. Da haben Sie sich vom Acker gemacht. Und Sie stellen sich jetzt hin bei einem klaren Ausschussvotum von 16-0, dass Sie sagen, alles wäre Blödsinn. Finde ich ganz eigenartig. Ich hatte in meiner Rede gesagt, dass wir nicht nur die Belange der Grundstückseigentümer betrachten sollen, dass wir natürlich auch geänderte klimatische Bedingungen berücksichtigen müssen. Und Frau Bürgermeisterin Jenichen hat gesagt, was sie sich vorstellt, wie sie sich das vorstellen könnte, wo das hingehen könnte, nämlich in beide Richtungen. Und ich glaube, das ist genau die Intention, die wir haben. Deswegen bitte stimmen Sie unserem Antrag zu und machen Sie Ihnen noch mehr Klamauk bei dem Thema, insbesondere auf der Seite. So, die Rednerliste ist erstmal abgearbeitet. Jetzt mal kurze Auszeit beantragt und dann kommen wir zur Abstimmung.
So, meine Damen, meine Herren, können wir fortfahren? Bitte die Plätze wieder einzunehmen, sodass wir dann zur Abstimmung schreiten können. Wir kommen zur Abstimmung in jetzt 6.12 über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja. 51 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen, damit so beschlossen. Somit